Basic Outfit ist halt Basic Outfit. Nee, mein Freund. Wenn du nämlich ein paar Stellschrauben drehst an einem Basic Outfit, dann kannst du dieses Basic Outfit direkt mal eine Stufe nach oben katapultieren. Vielleicht kennst du das Problem. Du stehst vorm Kleiderschrank morgens, ziehst dich an, stehst vorm Spiegel und denkst so, hä? Irgendwie hatte ich das Outfit doch gestern an, obwohl du irgendwie komplett andere Klamotten an hast. Weil du einfach ein Basic-Outfit trägst und dann hast du das Gefühl so, nee, irgendwie gefällt mir dieses Basic-Outfit nicht. Das Problem kenne ich. Und damit du zukünftig dieses Problem nicht mehr hast, gebe ich dir heute ein paar Tipps mit auf den Weg, wie du ein ganz normales, stinknormales Basic-Outfit einfach ein bisschen pimpen kannst. Als allererstes Mal kannst du deine Ärmel hochkrempeln. Und wenn du beim T-Shirt deine Ärmel hochkrempelst, dann wirkst du A, natürlich viel, viel sportlicher, das sieht einfach lässiger und cooler aus, und B, auch wenn du Pommesarme hast, ja, wie ich zum Beispiel, dann wirken deine Oberarme einfach ein bisschen breiter, ein bisschen stabiler. Und ich meine, das kommt natürlich auch bei den Frauen immer ganz gut an. Und den Fokus kannst du nicht nur bei T-Shirts auf die Oberarme legen, sondern das Ganze kannst du auch bei Hemden machen. Du kannst natürlich auch Hemden einfach ein bisschen weiter hochkrempeln und dann sieht das Ganze einfach ein bisschen sportlicher aus, ein bisschen lässiger aus. Und das Ganze kannst du natürlich bei Casual Looks machen, als auch bei Smart Casual Looks. Dann hast du all in all einfach einen sportlicheren Look. Kleiner Tipp noch am Rande, wenn du zum Beispiel ein Hemd aufkrempelst, dann orientiere dich einfach an der Manschette. Wenn du nämlich die Manschette dann hochkrempelst, dann sieht das nämlich an beiden Seiten dementsprechend auch gleichmäßig aus. Kommen wir zum Thema Accessoires. Accessoires sind bei Männern immer beliebter und beliebter. Denn mit Accessoires kannst du dem Outfit einfach das gewisse Etwas verleihen und auch gleichzeitig deine eigene persönliche Note mit reinbringen. Und generell gilt bei Accessoires, weniger ist mehr. Es gibt natürlich manche Leute, die knallen sich zu mit Accessoires, aber nur weil du mehr Accessoires trägst, heißt es nicht, dass es gleichzeitig cooler ist. Kleiner Tipp noch, wenn du dir nicht sicher bist, ob die Accessoires zu viel sind, dann leg einfach ein Accessoire ab, denn wenn du im Hinterkopf hast, weniger ist mehr, dann bist du good to go. Und was natürlich Pflicht ist, wenn wir über das Thema Accessoires sprechen, ist eine Uhr. Eine clean, einfache, schlichte Uhr in Gold oder Silber mit einem Metallarmband oder mit einem Lederarmband ist einfach Pflicht für einen Mann. Unabhängig von der Marke ist es erstmal wichtig, dass die Uhr zu dir und zu deinem persönlichen Style passt. Und wenn du eine Uhr gefunden hast, kann ich dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Zum einen würde ich darauf achten, dass du keine Fake-Uhren auswählst, das Ziffernblatt nicht zu groß ist und Glitzersteinchen sind für uns Männer eher so, naja, lass mal einfach mal die Finger davon. Wenn du auf der Suche bist nach einer clean, einfachen und schlichten, zeitlosen Uhr, dann schau auf jeden Fall mal bei dem Sponsor des heutigen Videos vorbei, und zwar bei Nordgreen. Nordgreen hat wirklich viele schlichte, einfache und zeitlose Uhren. Und das Coole ist an Nordgreen, dass du die Armbänder einfach flexibel austauschen kannst. Dementsprechend kannst du auch die Uhr einfach flexibel auf dein Outfit wieder anpassen und so dein Outfit einfach ein bisschen pimpen. Und Leute, jetzt kommt der Hammer. Während der Black Week könnt ihr die Nordgreen-Uhren bis zu 35% günstiger bekommen. Den Gutscheincode findet ihr unten in der Infobox. Einfach beim Checkout angeben, euren Favoriten auswählen und dementsprechend einen ordentlichen Rabatt kassieren. Kommen wir zum nächsten Accessoire, und zwar zur Brille. Da die Brille auf dem Kopf sitzt, kannst du mit einer Brille tatsächlich viel machen. Wichtig ist erstmal, dass du die Brille passend zu deiner Kopfform auswählst. Sprich, da musst du einfach schauen, okay, welche Brille passt zu welcher Kopfform. Wenn du dann eine Brille auswählst und zum Beispiel einen sportlichen Look wählst, dann solltest du auch eine sportliche Brille auswählen. So rundest du den Look ab und hast auch noch direkt ein gewisses Etwas drin. Und mit einer Brille sieht man natürlich auch direkt mal ein bisschen intelligenter aus. Kommen wir zum Thema Taschen. Taschen sind bei Männern natürlich kein Muss, aber wenn du eine Tasche auswählst, passend zum Outfit, dann kann so eine Tasche, wenn sie halt wirklich auch hochwertig ist, dein Outfit wirklich um eine richtige Stufe nach oben katapultieren. Gerade bei Taschen solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass die Tasche wirklich von der Qualität her wertig ist. Heißt, einen guten Stoff. Wenn du zum Beispiel eine Ledertasche auswählst, ein gutes Leder. Gute Reißverschlüsse, hochwertige Haken oder hochwertige Knöpfe. Es kommt wirklich darauf an, auch gerade weil wir Männer halt nicht ganz so viele Taschen besitzen, dass wir, wenn wir eine Tasche haben, auch wirklich eine gute Tasche haben. Für viele ist der nächste Tipp ein bisschen ungewohnt. Gerade dann, wenn man zum Beispiel sein T-Shirt in der Freizeit einfach aus der Hose rausträgt. Aber man kann sich einfach die Tipps der klassischen Herrenmode einfach zunutze machen, denn in der klassischen Herrenmode werden die Hemden immer in die Hose gesteckt. Und wenn du dein T-Shirt auch in die Hose steckst, dann sieht das Ganze direkt aufgeräumter und eleganter aus. Das Ganze hat nämlich optisch drei positive Effekte. Der erste Effekt ist folgender: Wenn du dein T-Shirt nämlich reinsteckst, dann wirken deine Beine einfach etwas länger. Das ist zum Beispiel gerade für etwas kleinere Männer ein guter Tipp.
Zweitens wirkt das Outfit einfach aufgeräumter, denn das T-Shirt ist ja in der Hose und es wirkt am Ende des Tages auch drittens einfach eleganter. Somit kannst du nämlich einen ganz einfachen Look auf zwei verschiedene Varianten tragen, halt mit T-Shirt in der Hose oder halt raus und wirkst dadurch komplett anders. Viertens, wähle verschiedene Schnitte aus. Gerade bei Freizeitlooks oder Streetstyle-Looks hast du die Möglichkeit, einfach hier ein bisschen Variation reinzubringen in ein Basic-Outfit. Wenn du nämlich zum Beispiel eine Skinny Jeans trägst und da zum Beispiel ein Oversized Hoodie oder ein Oversized T-Shirt, dann wirkt das Ganze einfach interessanter, obwohl es ein Basic-Outfit ist. Wenn du verschiedene Schnitte auswählst, ändern sich die Proportionen und so sieht das ganze Basic-Outfit einfach ein bisschen interessanter aus. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel für verschiedene Schnitte und zwar am Beispiel einer Jeans. Denn Jeans hat eigentlich jedermann im Kleiderschrank. Eine Jeans kannst du zum Beispiel straight auswählen, eine Skinny Jeans auswählen oder eine Karotten-Jeans auswählen. Alles Jeans, aber die Jeans wirkt komplett unterschiedlich. Es sind zwar alles immer noch Jeans, aber da die Modelle einfach einen komplett anderen Schnitt haben, wirkt das Outfit anders und somit wirkt das Outfit einfach ein bisschen interessanter, obwohl du nur ein Basic-Outfit anhast. Das, was du beim T-Shirt machen kannst, also deine Ärmel hochkrempeln, das kannst du auch bei deinen Hosen machen. Gerade bei einer Chino, wenn du zum Beispiel die Hose einfach ein bisschen umkrempelst, dann sieht eine Chino einfach direkt interessanter aus. Durch das Krempeln bekommt die Hose nämlich einfach nochmal einen Umschlag und das ist einfach ein zusätzliches Detail, was die Hose einfach vorher nicht hatte. Bei Stoffhosen ist das Ganze allerdings ein bisschen schwieriger, denn Stoffhosen sind meistens vom Stoff her einfach nicht so stabil. Und wenn du die Stoffhose umkrempeln willst, dann kann es sein, dass es einfach wieder zurückgeht, das Gekrempelte. Und von daher würde ich dir bei Stoffhosen empfehlen, einfach die Stoffhosen, wenn du zum Beispiel umgekrempelt haben möchtest, zum Schneider zu gehen und es dementsprechend anpassen zu lassen. Und generell, du kannst auch hier, was die Hosenbeinlänge angeht, einfach ein bisschen variieren in deinem Kleiderschrank. Ja, bring da einfach ein bisschen Variation rein. Wenn du zum Beispiel eine bestimmte Hose hast, kann die auch eine ganz andere Länge haben als eine andere. Somit hast du auch einfach hier ein bisschen Variation drin und die Basic Outfits sehen dann nicht mehr ganz so basic aus. Also Leute, vergesst nicht den heutigen Sponsor des Videos auszuchecken, Nordgreen. Die haben wirklich richtig schöne klassische Uhren und mit dem Gutscheincode aus der Infobox bekommt ihr 35% während der Black Week. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Outfit-Pimpen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.